Liebe Universitätsangehörige, dear students, dear colleagues, we're going to start in German today and we'll continue in English halfway. Liebe Universitätsangehörige, wir sind vom Präsenznotbetrieb in den eingeschränkten Betrieb übergegangen. Alles lose definierte Begriffe, die aber anzeigen sollen, dass wir auch hier an der Universität Potsdam eine schrittweise Öffnung betreiben. Wir bemühen uns, Lehr- und Lernformate, die digital schlichtweg nicht möglich sind, nun im Präsenzbetrieb anzubieten. Dazu gehören Laborpraktika, dazu gehören Prüfungen, dazu gehören Sportlehrveranstaltungen. Alles, was nach Maßgabe der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften möglich ist, werden wir hier auch ermöglichen. Gleichwohl gilt, die Hygiene- und Abstandsvorschriften gehen über alles. Und deswegen bleibt das Sommersemester 2020 ein digitales Semester. Wie gesagt, nur in Ausnahmefällen können wir davon abweichen. Auch die Bibliotheken, das haben Sie gemerkt, erweitern ihre Dienstleistungen Schritt für Schritt. Und ab kommender Woche werden auch einige Cafeterien öffnen, um zumindest Außerhausverkauf zu ermöglichen. Fortschritt gab es auch auf Bundesebene. Das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat Maßnahmen angekündigt, um bedürftige Studierende zu unterstützen. Der Großteil dieser Unterstützung wird in Form von Darlehen stattfinden, was wir an den Hochschulen bedauern, was wir auch auf Landesebene bedauern, aber das BMBF hat sich so entschieden. Es werden Darlehen bis zu einem Jahr in Höhe bis zu 600 Euro pro Monat verteilt. Näheres finden Sie demnächst auf der Webseite des BMBF. Für Notfälle gibt es auch einen 100-Millionen-Fonds, aus dem Zuschüsse an Studierende gezahlt werden können. Man hört bis zu 3 Monate à 500 Euro. Auch da bitte ich Sie, die Webseiten des BMBF zu verfolgen. Dear students, dear colleagues, you have noticed we are step by step trying to reopen the university, always under the condition that distance regulations and hygiene regulations are being followed. Libraries are starting to open. Starting next week, we will also have our cafeterias partly open. Nevertheless, keep in mind the summer semester 2020 will remain a digital semester. Whatever can be done by digital formats will be offered only in digital formats. Only those formats that can definitely not be offered online, we will try to offer in personal formats, examinations, lab exercises, sports lessons. We will do what we can to make this a good semester for you. Thank you very much. One piece of good news for those of you who are in financial need. The Federal Ministry of Research, BMBF, has offered to support students by loans and also by stipends. These loans and stipends will also be available for international students. Please look at the website of the BMBF to see what the regulations are to apply for that financial support. We wish you good luck.